Hallo meine Lieben, heute habe ich für euch einen leckeren Wurstsalat, Schweizer Art. Super köstlich. Wir brauchen dafür 300 Gramm Fleischwurst. Entweder man nimmt so eine, die man dann selber von Hand schneidet, oder man nimmt schon geschnittene Wurst. Leona habe ich hier. Perfekt, aber die ist sehr lang geschnitten. Deswegen werde ich sie etwas kleiner hacken. So. Einfach. Aber auch nicht zu klein, dass sie dann jetzt schon wie Brei ist. So ist das fein. Ja. Emmentaler in Sticks schneiden oder vielleicht habt ihr so eine Stickreibe. Das geht auch dann wunderbar. Nun werden eingelegte Gurken auch hineingerieben oder einfach klein schneiden. Ist halt ein bisschen ungünstig bei so kleinen Gurken. So, aber ungefähr, schaut mal. So brauchen wir das. Die Zwiebel einmal in der Mitte schneiden und dann in ganz feine Halbringe. Oder vielleicht habt ihr eine Reibe, die dafür geeignet ist. So, nun machen wir das Dressing. Ich habe hier Branntweinessig oder man nimmt Apfelessig. Dann brauchen wir Pflanzenöl. Eins, zwei, drei. Wir brauchen Wasser. Wir brauchen Salz und Pfeffer. Gut verrühren. Die Marinade kommt über unseren Salat. Gut miteinander vermengen und dann lasse ich das so circa eine Stunde ziehen. Dann ist es fertig. Dazu köstlichen Baguette und man braucht nichts mehr. Ganz easy und so köstlich. Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe sehr, dass ihr das nachbereitet. Freue mich immer über eure Kommentare. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, bitte abonnieren. Vielen Dank und bis bald. Eure Xenia.